Ich bin kein Freund davon, mir die Hände zu beschmutzen. Es bereitet mir mehr Freude, die Menschen zu Bösem zu verleiten. Das bestätigt mich in meiner Auffassung, dass alle Menschen, sofern es einen Anreiz für sie gibt oder sie unter Druck stehen, bösartige Flachwichser sind. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Früher in jedem Jahrhundert, heute in jedem Jahrzehnt zieht sich die Erdbevölkerung in neuer Realität. Internet in den Nullern, das Smartphone in den Zehnern. Der Alltag funktioniert nicht ohne Datenstrom und WLAN. Wir haben die Pest besiegt, versiegelt in Tschernobyl. Beendeten Bürgerkriege, entdeckten die Häresie. Und all das hat die alten Paradigmen rundum erodiert. Doch Nachkriegsspiele fordern Assimilation ans Jetzt und Hier. Heute herrscht Maskenpflicht auf jedem eurer Alltagstrips. Dabei wollt ihr nicht mehr als die gute alte Zeit zurück. Doch die ist nicht mehr als eine subjektive Imago und hatte für jeden vor euch einen unterschiedlichen Status. Denn jede Epoche hat ihren Wendepunkt. Und wenn du heute nichts mehr riechst, es nach Veränderung. Akzeptier die 20er, gewöhn dich an die Virionen. Geschichte wiederholt sich, aber du bleibst dir gestohlen. Diese Realität beharrt auf Abstandsregeln. Und jedes soziale Schloch, das dagegen verstößt, schaufelt Massengräber. Ihr hattet ein Leben in Harmonie. Zeit für einen Machtwechsel, ab jetzt herrscht hier Misanthropie. Besser du gewöhnst dich an diese neue Welt. In dieser neuen Welt ist Nächstenliebe tödlich. Mein Misanthropia, schreib es in Schönschrift auf das größte Ortsschild, das du niemals sehen wirst. Besser du gewöhnst dich an diese Selektion. Ab jetzt sind Misanthropen mehr als nur ein Gegenstrom. Ihr wart die Welle, wir sind der Wellenbrecher. Wir sind der Shutdown für jeden Menschenrechtler. Survival of the fittest, der Stärkste isoliert sich. Der Leitwolf bleibt einsam, die Herden protestieren für eine Normalität, die sie anzuerkennen bereit wären. Doch das ist keine Verhandlung, die man mit Streik klärt. Und siehe da, hinter jeder Fassade der Freundlichkeit und hohen Toleranz steckt eine abartige Heuchelei, wenn sie die Leben vieler aufs Spiel setzen. Für Trinkexzesse mit ihren Liebsten, mit Menschen auf Bierfesten. Du willst tanzen, du willst feiern. Vergiss bitte nicht, all deine Gleichgesinnten in den Abgrund mitzureißen. Du willst Freunde treffen und du willst sie umarmen. Bitte, ich spendier dir per Online-Banking das Friedhofsgrab. Nur weil du die Gefahr nicht siehst, macht das diese Pandemie nicht weniger zum Katastrophenfall als ein verdammter Krieg, in dem Spaß und Freizeit das Letzte ist, was wir brauchen. Wie quengelige Bürger, die Gesetzeslücken durchschauen. Sowas ist zwar rechtens, doch moralisch grob fahrlässig. Und die Quittung kommt in dem Moment des positiven Testes. Fazit, wenn du allein nicht klarkommst, dann erhäng dich. Denn so passt du nicht ins misanthropianische Weltbild. Besser du gewöhnst dich an diese neue Welt. In dieser neuen Welt ist Nächstenliebe tödlich. Mein Misanthropia, schreib es in Schönschrift auf das größte Ortsschild, das du niemals sehen wirst. Besser du gewöhnst dich an diese Selektion. Ab jetzt sind Misanthropen mehr als nur ein Gegenstrom. Ihr wart die Welle, wir sind der Wellenbrecher. Wir sind der Shutdown. Besser du gewöhnst dich an diese neue Welt. In dieser neuen Welt ist Nächstenliebe tödlich. Um das Chaos im Zaum zu halten. Die Regeln brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Chaos hat gewonnen.